Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handpuppen unter der Lupe. Heute mit... Hallo, ich bin der Nils. Genau, der Nils von den Kumquats ist heute mit mir. Hier in unserem kleinen Handpuppen unter der Lupe. Und der Nils, der ist so ein bisschen im Dschungelfieber. Warum bist du denn im Dschungelfieber? Na, ich liebe Dschungeltiere. Genau, Nils liebt Dschungeltiere und darum hat er auch eine Latzhose, auf der draufsteht... Jungle Fever. Genau, Jungle Fever steht da drauf. Eine wunderschöne braune Latzhose, wie ich finde. Und er hat auch wunderschöne braune Schuhe. Aber das Ganze werde ich mir jetzt mit dir mal etwas genauer im Detail anschauen. Schauen wir uns ihn mal etwas genauer hier als erstes im Gesicht an. Er hat grüne Augen, denn jetzt hat sehr abstehende Ohren, wie ich finde. Hat wunderbares rotes Haar. Im Gesicht sieht man noch hier Sommersprossen. Wenn wir das Klappmaul öffnen, bei den Living Puppets geht das ja leider nicht so gut auf, weil das ja immer etwas anders ist vom Schnittmuster. Dann sehen wir hier eine Zunge. Diese Zunge ist auch bespielbar. In die Zunge komme ich mit meinen Fingern ganz gut rein. Das ist kein Problem. Und in das Klappmaul komme ich auch gut rein. Die Bespielbarkeit ist auch wie immer ganz gut. Schon mal hier mit der Zunge. Na, kein Moment. Gehen wir weiter zum Torso. Hier sehen wir schon die Latzhose. Auf der steht Jungle Fever, also Dschungelfieber. Dort sind zu sehen... in kindlichen Motiven haben wir hier einen Tiger, einen Elefant und nochmal einen Löwe. Dann haben wir hier unten zwei Grasbüsche und hier, sag ich mal, die untergehende Sonne in der Savanne mit hier nochmal drei blauen Wolken, wohlgemerkt blauen Wolken. Die Latzhose selber hat hier auf Bundhöhe zwei Taschen. Dann haben wir nochmal hier unten selber zwei Taschen, hier an der Seite ist auch nochmal dieses Motiv mit der orangefarbenen Sonne und mit den Wolken. Auf der anderen Seite haben wir nichts zu sehen. Die Latzhose selber ist ausziehbar, das ist kein Problem. Die Träger oben sind nicht befestigt. Jetzt von der Bespielbarkeit her ist mir aufgefallen, die Latzhose rutscht auch zum Glück nicht so leicht runter. Ist diesem Schnittmuster, würde ich jetzt mal sagen, geschuldet von dieser Latzhose. Ja, ansonsten wenn wir mal auf die Rückseite schauen. Dann sehen wir hier den Eingang zum Klappmaul. Dort gelange ich halt in das Klappmaul selber und in die Zunge. Die Hände sind bespielbar auf beiden Seiten. Da ist der normale Tunnelzug und dann haben wir hier halt die Möglichkeit, das Ganze auch noch ein bisschen hochzuziehen. Hier oben ist ein Gummi drin und hier ist auch nochmal ein Gummi eingearbeitet. Und wie gesagt, die rechte Hand, die ist auch bespielbar. Dann, wenn wir weiter nach unten gehen, dann sehen wir hier die Schuhe mit einer schwarzen Sohle. Wenn wir uns jetzt noch von vorne anschauen, die wirken so ein bisschen wie Stiefel. Die braucht man natürlich auch auf Safari. Und mit braunen Schnürsenkeln. Diese Stiefel sind leider nicht ausziehbar. Das Einzige, was wirklich an dem Nils ausziehbar ist, ist halt die Latzhose. Man sieht hier zwar noch diese Ärmel, man kann die noch hochkrempeln, dass er dann halt, ja, so, wenn es halt sehr warm ist im Dschungel, dass er dann halt nicht so sehr schwitzt, ne? Aber leider, ansonsten ist nichts weiter an dem guten Jungen ausziehbar. Ja, sie war es da schon an Details zu diesem Nils. Ich würde jetzt noch mal ein paar Fotos einblenden, dass du dir noch mal einen besseren Eindruck machen kannst und auch noch mal länger auf die einzelnen Fotos schauen kannst, beziehungsweise die jetzt etwas genauer anschauen kannst. Viel Spaß!
Also mir hat der liebe Nils hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich hätte mir persönlich gewünscht, dass er keinen Schriftzug drauf hätte. Für mich hätte er nämlich auch noch eine andere wunderbare Bedeutung für, was ich ihn verwenden könnte. Nämlich als so ein kleiner Gartenwicht eventuell. Und dafür kommt mir dieses Jungle Fever etwas in die Quere. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ich fände es immer halt, oder ich finde es halt generell schön, wenn Puppen auch so ein bisschen zweckentfremdet werden können. Klar, ich kann mir natürlich auch selber eine eigene Latzhose nehmen, aber das ist dann natürlich viel Arbeit. Wie gesagt, mir gefällt es ganz gut, aber wie ich auch schon erwähnte, die ganzen Taschen für diese ganzen kleinen Schätze, die Nils sammelt, die sind nämlich auch gut, ne? Die gefallen dir, ne? Ja. Genau. Das ist so dieses Merkmal, was ich finde, es passt einfach zu dem. Von den Farben her finde ich es auch sehr gut gewählt. Und die Haare, die finde ich auch so ein bisschen frech, obwohl der kleine Nils nicht so ein Frecher ist, ne? Mm-mm. Ja. Ansonsten 140 Euro kostet der gute Nils, ist 65er Handpuppe von der Firma Kumquats. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du einen lieben Kommentar da lässt oder vielleicht sogar einen Daumen nach oben. Und was natürlich noch schöner wäre, wenn du mal im Handpuppenforum reinklickst oder das nächste Mal wieder einschaltest bei einer neuen Folge Handpuppen unter die Lupe oder Do It Yourself oder was auch immer kommt. Ne? Genau. Bis dahin sage ich Tschüss, alles Gute oder wir sagen Tschüss, alles Gute. Dein Nils und der Hannes. Tschüss. Tschüss.